als Veranstalter muss ich sagen, es ist eine Freude, mit Jens Spahn eine Veranstaltung zu machen. Man muss eigentlich nur sagen, Jens Spahn kommt und schon rennen die ein, wie man sieht, gut ein. Und das ist gut. Ja, also jetzt zu Ihnen als unseren Ehrengast. Sie sind 39 Jahre alt und ja, wie man eben weiß, Sie haben schon also eine ganz, ganz erhebliche politische Karriere erreicht. Zum Beispiel sind Sie Kreisvorsitzender der CDU in Borken. Und für die, die das nicht wissen, die CDU in Borken hat 6500 Mitglieder, soviel ich weiß zumindest. Und das ist halb so viel oder mehr als die Hälfte von dem, was wir hier in ganz Sachsen haben. Also insofern, das ist schon eine ganze Menge, was dahinter steht. Aber viel wichtiger, Sie sind bereits 5-mal in den Deutschen Bundestag eingezogen, als direkt gewählter Abgeordneter, zuletzt mit über 51% Erststimmen, das ist gewaltig. Am 14. März 2018 wurden Sie zum Bundesminister für Gesundheit ernannt, als jüngster Minister. 2018 haben Sie zum CDU-Parteitag für die Nachfolge von Angela Merkel als Parteivorsitzender kandidiert. Dass Sie nicht gewählt wurden, ist bekannt. Aber ich denke, ohne Sie wäre dieser Auswahlprozess, den wir in der Partei hatten, nicht zu dieser Sternstunde innerparteilicher Demokratie geworden, der es geworden ist. Und dafür möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich bei Ihnen persönlich dafür bedanken. Ja, zu der, Herr Presel, Sie hatten es ja schon angesprochen. Also, Sie sind einer der aktivsten Minister der Regierung. Die ganze Regierung hat sich 296 Ziele vorgesetzt, davon sind 32 entfallen aufs Gesundheitsressort. Und fast die Hälfte hat Herr Spahn bereits mit Stand Juni diesen Jahres abgearbeitet. Damit sind Sie weit, weit über dem Durchschnitt Ihrer Kollegen. Das ist toll. Aber Sie wissen ja, wer viel macht, der muss auch viel erklären. Und da werden auch viele Fragen gestellt. Ein paar Fragen hatte ich auch schon gemerkt, da bin ich auch mit ein paar Leuten hier im Publikum unterhalten. Also ich denke, es gibt einfach Redebedarf. Und das Thema Pflege ist mit Sicherheit ein Thema, welches uns alle interessiert. Uns da jetzt einzuführen, da möchte ich Sie jetzt herzlich bitten, dass Sie ein kleines Statement machen und dann werden wir in die Diskussion eintreten. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Dombois, lieber Thomas de Maizière, lieber Herr Presse, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Frau Dombois hat gesagt, zum Bundesminister muss mindestens einmal in seiner Amtszeit in Kreischau gewesen sein. Thomas de Maizière hat gesagt, die Klinik Bavaria muss man mal gesehen haben. Und dann habe ich mir gedacht, das lässt sich wundervoll in einer Woche wie dieser, wo ich tatsächlich ausgegebenen Anlass viel in Sachsen unterwegs bin, viel auch noch mal von diesem wunderschönen Bundesland ganz anders auch erlebe und kennenlerne. Das lässt sich dann prima in dieser Woche miteinander verknüpfen. Deswegen vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank für die Einladung. Warm ist es schon, ein Stück. Vielleicht wird es ja noch ein Stückchen wärmer werden und ja auch gleich noch wieder ein wenig miteinander diskutieren. Aber ich möchte gerne im ersten Moment ein Stück grundsätzlicher nochmal schauen, weil eins beschäftigt mich schon auch aus den Veranstaltungen, die ich in den letzten Tagen, Wochen in Sachsen hatte, in Brandenburg. Einerseits geht es uns wirtschaftlich so gut wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Und ich glaube, wenn man mal so auch auf die letzten 30 Jahre schaut, ist schon auch viel gelungen. Bei allen Problemen, die wir haben. Und 80-90% der Deutschen sagen Ihnen persönlich, geht es gut bis sehr gut. Viele wissen eigentlich auch, dass es ganz gut geht, wenn es mal. Und trotzdem, das spüren wir ja in Veranstaltungen, das spüren wir in den Umfragen, das spüren wir in den Rückmeldungen. Trotzdem ist gleichzeitig der Frust, der Ärger, der Verlust an Vertrauen so groß wie lange. Und ich beschäftige das, wo das herkommt. Einerseits geht es gut, andererseits haben Politik, politische Institutionen, wir, die wir Verantwortung haben, viel Vertrauen verloren. Und vor allem dann natürlich auch die Frage, wie wir dieses Vertrauen zurückgewinnen. Und nach meiner festen Überzeugung hat viel davon zu tun, auch mit der Frage, funktioniert Staat, ist Staat durchsetzungsfähig und hält er auch die Versprechen, die er gibt? Und das fängt an bei der Frage, habe ich eigentlich einen Arzttermin in einer akzeptablen Zeit, in einer akzeptablen Nähe? Kriegen wir den Flughafen fertig gebaut? Wo?
bis hin zur Frage, an welche Kontrolle darüber in Deutschland und Europa betrifft. Alles Fragen, wo es darum geht, ob Staat funktioniert. Das ist viele Beschäftigung. Und wenn es jetzt darum geht, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, dann sind da aus meiner Sicht zwei Dinge wichtig und entscheidend. Die versuchen wir jedenfalls im Bundesministerium für Gesundheit und in der Gesundheits- und Pflegepolitik auch anzugehen. Das erste ist, aus meiner Sicht, wir brauchen wieder mehr gute Debatten. Und ich meine jetzt nicht schlechten Streit. Schlechten Streit haben wir die letzten 12 Monate genug, zumindest mal in Berlin. Sondern gute Debatten, wo wir zumindest mal eine Sekunde lang unterstellen, auch der andere könnte recht haben. Ich habe so den Eindruck, das fällt nicht leichter. Und das nicht nur bei Facebook. Das mal damit umzugehen, dass auch der andere ein gutes Argument haben kann. Oder auch damit umzugehen, dass man nicht immer einer Meinung sein muss. Wir werden nicht immer alle einer Meinung sein. Das ist manchmal anstrengend, aber es gehört doch dazu. Entscheidend ist, mit welcher Haltung wir diese unterschiedlichen Meinungen auch dann präsentieren. Geht es darum, zusammenzubleiben? Geht es darum, auch einen Kompromiss zu finden? Erlebt ihr in vielen Diskussionen im Moment auch so ein Verächtlichmachen von Kompromissen? Ich weiß nicht, wie Sie das zu Hause in der Familie machen. Ohne Kompromiss ist meistens schwierig. Im Alltag, jeden Tag. Manchmal macht man Kompromisse mit sich selbst. Und genauso wie das nicht zu Hause ohne Kompromisse geht, geht es in der Politik auch nicht ohne Kompromisse. Und schon der Kompromiss, der Versuch, unterschiedliche Meinungen, Interessen, Blickwinkel zusammenzuführen und zu einer Entscheidung zu bringen, im Kompromiss, finde ich, ist ein guter Wert an sich, um Zusammenhalt zu stärken. Und um genau das zu schaffen, versuchen wir jedenfalls auch bei Gesundheit und Pflege solche Debatten anzustoßen. Ich will nur mal ein Beispiel bringen, wo das, glaube ich, ganz gut gelingt im Moment, zum Thema die Organspende. Wir haben 10.000 Menschen in Deutschland, die warten voller Hoffnung, Verzweiflung auf ein Organ. In Lauch haben wir letzte Woche in Brandenburg kam ein 4-jähriger Junge auf mich zugehüpft, der gerade, das ist gerade vor einigen Monaten, 2 Spender bekommen hat, der wahrscheinlich ohne diese Spenderorgane dort nicht mehr gehüpft. Da merkt man eben, es ist am Ende sehr konkret. Und jeder von uns, eigene Kinder, Partner, könnte morgen am Tag auf ein Spenderorgan angewiesen sein. 10.000 Daten voller Hoffnung und gleichzeitig haben wir Tiefstand bei der Organspende. Obwohl 80% der Deutschen sagen, sie finden Organspende eigentlich richtig und wichtig. Also die Frage, wie gehen wir damit um? Deswegen führen wir gerade eine Debatte, dass man heute ja ausdrücklich Ja sagen muss zu Lebzeiten. Ob man Organspender sein will, ob wir das umdrehen, weil jeder von uns potenzieller Organempfänger ist, jeder von uns, oder zumindest fast jeder, behaupte ich jetzt mal, würde im Fall der Fälle schon auch dann auf ein Spenderorgan setzen, dass jeder auch grundsätzlich als Organspender gilt, außer er sagt zu Lebzeiten nein. Und es gibt gute Argumente dafür und es gibt gute Argumente dagegen. Da gibt es kein Schwarz-Weiß, kein 0-1, kein richtig oder falsch. Das ist eine Abwägungsfrage. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man diese Debatte, geht um Leben und Tod, gut und breit führt. Eine Debatte zur Impfpflicht, wo ich ja merke, so eine Errungenschaft der Menschheit wie das Impfen, hunderte Millionenfaches vermindern und verhindern, vor allem von Leid, von Erkrankungen auf der Welt, jedes Jahr durch die Impfung. Man nicht mehr sterben muss, erkranken muss an vielen Infektionskrankheiten, ist eigentlich eine der größten Errungenschaften. Masern sind so höchst ansteckend, dass wenn hier im Raum jemand niest, der Masern hat, und es vielleicht nicht weiß, bis zu 2 Stunden danach durch die Tröpfchen im Raum Ansteckungsgefahr ist. Derjenige ist vielleicht schon in Berlin. Und hier im Raum kann sich nur jemand anstecken. Und Masern können einen ziemlich bösen Verlauf nehmen, bis hin zur Lungen- und Gehirnentzündung irreversibel tödlich. Und jetzt kommt das Argument, ist aber Freiheit, Unversehrtheit die eigene. Also sollte es keine Pflicht geben zum Pinksen. Dann gibt es aber auch das andere Argument. Freiheit hört ja nicht bei einem selbst auf. Wenn wir hier mit 300, 400, 500 Leuten in einem Saal sind, wenn wir im Zug sitzen, wenn das Kind in die Kita geht, ist ja auch die Frage, ob es nicht auch zur Freiheit gehört, dass ich nicht unnötig gefährdet werde vom anderen. Dass ich mich darauf verlassen kann, wenn ich hier mit Ihnen im Saal sitze, keiner gefährdet mich unnötig, finde ich, gehört zum Freiheitsbegriff mit dazu.
Und im Jahr 2019 ist jedenfalls eine Maserninfektion eine unnötige Gefährdung. Und deswegen braucht das eben auch hier eine gute Debatte, ein Abwägen. Das ist keine leichte Entscheidung. Aber wir haben jetzt jedenfalls vorgeschlagen, spätestens dann, wenn es nicht ums eigene Kind nur geht, sondern das Kind in die Kita geht oder in die Schule oder beim medizinischen Personal, bei Krankenhäusern, soll es ab nächsten Jahr eine Impfpflicht geben, weil mich als Bundesminister für Gesundheit das jedenfalls umtreibt, dass das Ausrotten der Masern auf der Welt an Deutschland und Europa scheitert und das würde ich jedenfalls nicht akzeptieren. Fallen schnell noch zwei, drei weitere ein, die brauchen eine gute Debatte. Aber, das ist der zweite Teil zum Vertrauen zurückgewinnen, nach einer guten Debatte braucht es dann auch eine Entscheidung. Und ein Kompromiss. Nichts ist schlimmer als diese Debatten, die irgendwie so ins Unendliche gehen und nichts passiert. Davon haben wir auch ziemlich viele. Wo eigentlich ja alles schon gesagt und ausgetauscht ist, aber irgendwie doch nichts entschieden. Und dann nehme ich jetzt mal so ein Thema wie Pflege. Hauptpunkt. Wo ich ja spüre, vorgestern in Freiberg im Klinikum, im Rhein, sitzen da 200 Pflegekräfte und ich spüre ja schon beim Reingehen das Vertrauen darin, dass der Minister Ahnung hätte, ist nicht besonders ausgeprägt. Bis wohin. Weil über viele Jahre ja viele Vertrauen verloren haben, gerade in der Pflege, krank wie alle Pflege. Weil in den Arbeitsbedingungen im Alltag sich viel verändert haben, dann ist natürlich die Frage, haben die da eigentlich, die da politisch entscheiden, die Idee davon, wie das ist, wenn da fünf gleichzeitig klingeln, so wenig Kolleginnen und Kollegen, wenn man eigentlich frei hat, und dann kommt der Anruf, Kollege ist ausgefallen, kannst du nicht doch einspringen. All diese Dinge, die ja mehr als weniger geworden sind in den letzten Jahren. Jetzt ist die spannende Frage, wie kriegen wir etwa im Bereich Pflege bei den Pflegekräften das Vertrauen zurück? Was mir dabei erstens wichtig ist, nicht das Blaue vom Himmel versprechen und dann nicht halten. Ihnen zu versprechen, wir haben es in 3 Monaten gelöst und alles ist super, weiß jeder, so wird es nicht sein. Dafür ist die Aufgabe zu gut. Sondern schrittweise halten. Erster Schritt war, zum 1.1. zu sagen, diesen Jahres, an jede zusätzliche Pflegestelle an den Kliniken wird finanziert. Ich war in Aue am Klinikum, ich war in Dresden diese Woche am Klinikum, gestern in Freiberg und überall hat diese Entscheidung einen Unterschied gemacht. Es ist zusätzliches Personal eingestellt worden, das im Alltag, auf Stationen, in den Abläufen spürbar ist. In der Altenpflege 13.000 zusätzliche Stellen. Wo ich dann immer sehe, das ist ja reichlich, ist zu wenig. Ja, das weiß ich auch. Das ist der erste Schritt. Zum ersten Mal übrigens 13.000 Stellen, die nicht in die Eigenanteile der Versicherten, der Pflegebedürftigen gehen, sondern voll finanziert werden, eben von den sozialen Versicherungen. Und dann ist es nicht, kommt immer als Argument, Stellen schaffen ist das eine, die müssen auch besetzt werden. Ja, auch das ist wahr. Aber es ist doch jetzt schon mal ein qualitativ wichtiger Schritt, ein entscheidender Schritt zu sagen, wir haben im Moment 50.000 bis 80.000 Pflegestellen in Deutschland, ziemlich große Zahlen, die finanziert sind, aber nicht besetzt werden. Aber der erste Schritt war ja erstmal, dass das Geld da ist. Am Geld scheitert jedenfalls ist im Moment nicht bei der Frage, zusätzliche Pflegekräfte einzustellen, sondern es scheitert am lehrgepflichtigen Arbeitsmarkt. Das ist die nächste Frage, der nächste Schritt. Was tun wir, um daran zu arbeiten? Ausbildungszahlen zu erhöhen. Wir haben schon Rekordausbildungszahlen in der Pflege, wollen weiter hoch. Zum 1.1. nächsten Jahres schaffen wir endlich in ganz Deutschland das Schulgeld ab in der Pflege. Es gibt immer noch Schulen in Deutschland, an denen die noch Geld mitbringen müssen, wenn sie die Ausbildung machen. Sondern im Gegenteil wird es regelhaft über 1.000 Euro Ausbildungsvergütung schon im ersten Jahr geben. Ich glaube, das ist eine Größenordnung, bei der man auch mithalten kann mit anderen Ausbildungsberufen. Das kann sich schon sehen lassen. Also den Ausbildung attraktiver. Umschulen. Leute für die Pflege begeistern vielleicht auch in späteren Jahren. Ich habe im Stammtisch 2 Freunde, einer war Kfz gelernt, einer war im Bau als Handwerker. Beide haben somit um die 30 umgeschult in die Pflege. Sind heute die glücklichsten Menschen der Welt. Auch dort Chancen mit der Bundesagentur zu geben. Die Frage, wie der Arbeitsalltag aussieht. Das große Thema Bürokratie, Papierkrams, macht es ja nicht schöner. Ja, auch das Digitale, hoffentlich mit verschiedenen Modellen dabei sind, helfen kann, das zu reduzieren. Verantwortung.
Wenn der Hausarzt ein Pflegehilfsmittel verschreiben soll, ruft er im Zweifel eh bei der Pflegekraft an und fragt, was er denn verschreiben soll. Also kann er gleich die Pflegekraft verschreiben. Das ist nur ein Beispiel von vielen kleineren, wo wir immer sagen, wir wollen die Verantwortung in dem Beruf auch stärken, in dem Beruf der Bürokratie machen, bis hin zu Fachkräften aus dem Haus. Alle Register zählen. Und ich weiß, dass das trotzdem immer noch eine so große Zahl ist, dass das auch in 12 Monaten nicht erledigt ist. Aber wenn Pflegekräfte in Deutschland, Patienten und Pflegebedürftige sagen, in 6, in 12, in 18 Monaten, wir spüren, dass sich was verändert in die richtige Richtung, dann bin ich schon der glücklichste Gesundheitsminister der Welt. Weil dann merken wir eben, dass wir Schritt für Schritt da vorankommen. Und das ist aus meiner Sicht das Entscheidende, gute Debatten führen, miteinander gerne auch mal hitzig zu diskutieren, aber anschließend eben auch zu Entscheidungen zu kommen, die im Alltag einen Unterschied machen. Wir haben andere Themen, wo es darum geht. Die Frage, wenn nur ein zweites bringen, dann können wir ja schnell diskutieren. Digitales im Gesundheitswesen, weil ich da diese Tage öfter mal eine Debatte hatte, warum wir da so Tempo machen. Jeder von Ihnen nutzt selbstverständlich sein Smartphone den ganzen Tag. Ein paar haben es ja auch schon wieder in Betrieb. Nur im Gesundheitswesen wird noch gefaxt, wie verrückt. Es gibt nichts in Deutschland, wo noch so viel gefaxt wird wie im Gesundheitswesen. Und gleichzeitig gibt jeder sehr bereitwillig, wenn Sie bei WhatsApp Ihrem Partner schreiben, hat man wieder Grippe, fühle mich schlecht, der Arzt hat Folgendes gesagt, das liegt bis an den Rest aller Tage auf irgendeinem amerikanischen Server. Und wir sind ja jetzt im Wettbewerb. Amerikanische Großkonzerne, die gerade Milliarden in Gesundheit investieren, und chinesische Staatskonzerne, die gerade Milliarden in Gesundheit investieren. Und wir machen da gerade so ein Tempo, weil ich weiß, diese elektronische Gesundheitskarte ist ja so ein bisschen der Berliner Flughafen des Gesundheitswesens. Seit 15 Jahren wird darüber geredet und so richtig abgehoben hat noch nichts. Weil ich weiß, wenn wir in 2, 3 Jahren nicht auf deutschen Servern mit europäischem, deutschen Datenschutzrecht und Datensicherheit selbst was entwickelt haben, dann kommt es von außen, dann gestalten wir das nicht mehr, dann erleiden wir es. So dass ja 2021 die Patientenakte elektronisch wollen, für jeden, der will, keiner muss. Jeden, der will, dass die Daten, die der Arzt, dass sie keine Röntgenbilder mehr durch die Gegend tragen müssen, keine CDs mit dem MRT, keine Blutwerte, keine Medikationen, noch erinnern müssen, was hat eigentlich der Arzt geschrieben und der, wenn sie wollen, alles dort zusammengeführt wird, sie im Zweifel an die Impfung erinnert, die mal wieder fällig ist und anderes kommt. Und das ist eben auch ein konkretes Projekt, wo es darum geht, 2021 endlich nicht mehr nur darüber geredet zu haben, sondern einen Unterschied zu machen im Alltag und damit die Dinge leichter. Und das gilt übrigens auch für andere Bereiche, die ich kurz erwähnen will, weil mich das sehr merkt in den Themen in den letzten Tagen in vielen Veranstaltungen. Wenn wir über innere Sicherheit reden, die Bundespolizei, das haben Sie ja auch an vielen Stellen mitbegleitet, baut gerade auf von 30 auf fast 45.000. Das ist ein ziemliches Wachstum, würde ich jetzt mal sagen, von 30 auf 45.000. Und das wird sich an den Bahnhöfen, an den Flughäfen, an den Grenzen auch bemerkbar machen. Wo es im Übrigen auch darum geht, wir haben die Debatte in dieser Tage wieder hatten, einige sind ja noch unterwegs und wollen so eine Kennzeichnungspflicht, wo am besten Telefonnummer, Adresse, Name des Polizisten draufstehen. Als wäre das das eigentliche Problem und der Feind. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich fühle mich am Hauptbahnhof eher nicht unsicher, weil ein Bundespolizist in der Nähe ist. Aber meistens andere. Und deswegen geht es mir darum, die Zahlen zu erhöhen, aber auch in der öffentlichen Debatte hinter denjenigen zu stehen, die da jeden Tag für uns den Kopf hinhalten. Ich finde, wenn es Themen wie, warum kriegen wir Straßen nicht gebaut? Scheitert im Moment übrigens nicht an Geld. Geld ist da, wir haben nur nichts baureif. Weil jeder vermutete Nistplatz eines Mordes dazu führt, dass 5 Jahre länger dauert. Deswegen haben wir schon im Bundestag beschlossen und ist in der Umsetzung Planungsbeschleunigung, schnellere Planverfahren. Versprechen und Halten im Alltag einen Unterschied machen mit Entscheidungen der Soli. Oder eingeführt, da war ich 10. Mit dem Versprechen, dass er nicht so lange bleibt. Jetzt werde ich bei 40. Jetzt wird er in einem ersten Schritt zumindest mal für 96,5% der Bevölkerung ganz oder teilweise abgeschafft. Wenn sie unter 120.000 Euro liegen, zahlen wir 2021 kein Soli mehr. Und ich würde mal tippen, für viele
Trifft dazu. Trifft dazu. Sie sehen jetzt am Gesichtsausdruck Ihres Nachbarn, ob er betroffen ist oder nicht. Aber jedenfalls, was ich damit nur sagen will, mit diesen Entscheidungen, ob in der Pflege, in anderen Bereichen des Gesundheitswesens, aber auch wenn es um innere Sicherheit, Polizei, wenn es um die Frage geht, Steuern senken, wenn man es vorher versprochen hat. Aus Debatten müssen Entscheidungen werden, die konkret im Alltag einen Unterschied machen. Und das ist aus meiner Sicht der entscheidende Weg, um Vertrauen zurückzugewinnen. Dann gehört da letztens dazu, auch zu zeigen, dass wir nicht nur an die nächsten 2 Wochen und 2 Monate denken. Weil viel Unsicherheit kommt ja auch daher, dass viele sagen, ja, es geht gerade ziemlich gut, aber bleibt das auch so angesichts dessen, was so in der Welt, in Europa, in Deutschland los ist? Ist das in 5, in 10 Jahren immer noch so? Darüber zu reden, wie wir wirtschaftlich stark bleiben, denn der Hinweis ist ja richtig. Ich weiß ziemlich genau, dass die Frage, ob der Gesundheitsminister von 2029 in 10 Jahren, ob der die Pflege noch finanzieren kann, hat was damit zu tun, ob wir noch Autos verkaufen. In mancher deutschen Debatte so den Eindruck, da wird gar nicht mehr der Zusammenhang hergestellt. Dass wir Exportweltmeister sind und viel verkaufen in die Welt, hat was damit zu tun, dass wir bei Bildung, bei Gesundheit, bei Pflege, bei Straßen, bei allem überhaupt jetzt investiert werden. Also die Frage, wie uns das gelingt, stark zu bleiben wirtschaftlich. Wie wir es schaffen, wenn wir gemeinsam älter werden. Übrigens haben immer alle so viel schlechte Laune. Und wie viel steigt die Lebenserwartung pro Tag? Na? Pro Tag um 6 Stunden. Wenn Sie heute Abend ins Bett gehen, können Sie hinten an Ihrem Leben 6 Stunden rein. Das ist doch erstmal eine Wahnsinnsentwicklung. Und immer alles, was wir werden immer älter, und gerade in Veranstaltungen wieder gehört, dann sage ich, ist doch schön, ich möchte gerne 105 werden, möglichst gesund. Mutti, 108. Lebenserwartung ist heute bei 88, bei den Damen, die Herren sind ein bisschen hinterher, kommen auch noch hin. Jedes zweite heute geborene Mädchen wird 100 Jahre alt. Aber das ist erstmal was Schönes, finde ich jedenfalls. Aber das heißt, wir müssen ein paar Dinge verändern. Auch darüber müssen wir reden, weil jeder das spürt und merkt. Wir wissen schon, wenn wir 6 Stunden am Tag länger leben, müssen wir mal 1-2 Stunden arbeiten, um den Rest zu finanzieren. Das weiß eigentlich jeder, es will nur keiner hören. Wie wir in der Pflegeversicherung uns darauf vorbereiten. Wir haben heute schon 3,4 Millionen Menschen, die pflegebedürftig sind. 3,4 Millionen bei gut 80 Millionen anderen. Fast 2 Millionen Menschen mit Demenz. Dieser Klassen. Und wir wissen, wir müssen heute darüber reden, und da möchte ich Sie einfach auch ermuntern, als Politik auch sagen und einladen, darüber zu reden, wie das denn wird, wie wir auch in 5, in 10 Jahren noch erfolgreich sind. Wenn uns das gelingt, in diesem Bereich gute Debatten führen, bei denen jedes Argument zählt, bei dem wir es miteinander aushalten, wenn wir nicht immer einer Meinung sind, weil wir anschließend versuchen, zusammenzubleiben und Kompromisse zu finden. Aus den Debatten zu Entscheidungen zu kommen, die im Alltag konkret spürbar einen Unterschied machen, was zum Besseren fällt. Und gleichzeitig die Debatten auch so zu führen, dass wir zeigen, wir wollen noch drüber reden, wie es in 5, in 10, in 15 Jahren ist, wie die 20er Jahre werden. Ja, dann ist es meine feste Überzeugung, gelingt es auch, Vertrauen zurückzugewinnen. Wissen Sie, meine Damen und Herren, es sind im Moment so viel mit der Apokalypse unterwegs. Die einen machen den Migrationsuntergang, die anderen machen den Klimauntergang. Es ist immer absolut. Kompromisse sind nicht möglich und wer nicht der gleichen Meinung ist, muss bekämpft werden. Wenn man so debattiert, wenn man so miteinander umgeht, ob in der Familie, im Freundeskreis oder in der Politik, im Bundestag, dann stärkt man eben nicht Zusammenhalt, sondern dann sind wir am Ende alle noch irgendwann in unseren Gruppen mit unserer Meinung unterwegs, aber zusammen bleibt da nichts mehr. Und jede Gemeinschaft braucht ein Gefühl. Deswegen möchte ich Sie einfach bitten, dass wir genauso Debatte, Entscheidung, einen Blick nach vorne werfen, rangehen, aber immer mit dem Ziel, am Ende Zusammenhalt im Land zu stärken. Denn dieses Land, die Bundesrepublik Deutschland, das, was wir geschafft haben in den letzten 30 Jahren, nicht so, dass man sich noch besser machen könnte, aber es ist doch schon echt was, was wir zusammen erreicht haben. Und daraus kann man noch die Zuversicht ziehen, dass wir auch die künftigen Aufgaben lösen werden. Aber dazu angehen, danke für die Aufmerksamkeit. Gute und es gibt schlechte Prozesse. Wir haben ja einen sehr, sehr guten analogen Prozess,
nämlich einen Luftknacker aus dem Erzgebirge, weil wir denken, dass Sie als Minister ja doch so viele Themen haben, eine ganze Menge haben wir heute angesprochen, wo Sie schon mal manchmal so ein bisschen Unterstützung mechanisch brauchen könnten, um die aufzuknacken. Die wollen wir Ihnen geben. Wir sind Ihnen super dankbar dafür, dass Sie heute gekommen sind, dass Sie uns auch hier im Wahlkampf unterstützt haben. Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrer Arbeit in Berlin und wir haben auch einiges an Lob bekommen, nicht nur kritische Fragen. Ich denke, ich hoffe, dass auch Sie das motiviert bei Ihrer Arbeit. Also herzlichen Dank Ihnen allen, vielen Dank.